Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo, hallo, es ist Dienstag, der 3. September und heute dreht sich bei unseren Streaming-Tipps alles um Frauen, die sich gegen Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Diskriminierung wehren. Los geht's mit Elizabeth Banks als traditionelle amerikanische Hausfrau aus den 60ern. Im Drama Call Jane steht Hausfrau Joy im Mittelpunkt, die gerade zum zweiten Mal schwanger ist. Doch ihr Arzt hat eine schlimme Nachricht. Die Schwangerschaft stellt eine ernsthafte Gefahr für Joys Leben dar. Zu dieser Zeit sind Abtreibungen jedoch illegal und gelten als unmoralisch. Es sieht so aus, als müsste Joy das Risiko eingehen, bei der Geburt zu sterben. Dann trifft sie auf das Kollektiv Jane, eine Gruppe von Frauen, die in solchen Notlagen helfen. Das ist gegen die Grenze und danach werden Sie sich ein paar Stunden ausruhen. Wer von Ihnen ist denn nun Jane? Wir sind alle Jane. Unsere Organisationstreffen finden jeden Donnerstag statt. Das ist die Adresse. Wie sollen wir die alle rechtzeitig abarbeiten? Dieses 11-jährige Mädchen? Diese Frau hier hat Krebs. Sie wurde vergewaltigt. Hier darf nur der Zufall entscheiden. Für viele von Ihnen geht es um Leben oder Tod. Es geht für alle um Leben oder Tod. Joy tritt den Janes bei und findet hier endlich ihre Bestimmung. Gemeinsam engagieren sie sich für die Rechte der Frauen und kämpfen gegen die Männerherrschaft in den konservativen USA. Doch das ist alles andere als ein leichter Kampf. Das Drama Call Jane basiert auf wahren Begebenheiten. Ihr könnt den Film jetzt bei Magenta TV anschauen. Auch bei unserem zweiten Tipp sucht die Protagonistin verzweifelt nach etwas mehr Selbstbestimmung in ihrem Leben. In Aufstand im Bordell verschlägt es uns nach Wien ins Jahr 1902. Marie König flieht vor ihrem brutalen Vater und wird von einer zwielichtigen Agentin in ein schickes Bordell gelockt. Doch statt ein Leben in Luxus und Seide erwartet sie dort eine Welt voller verschlossener Türen, Gewalt und Ausbeutung. Nach 4 langen Jahren fasst Marie schließlich den Mut, sich dem Journalisten Emil anzuvertrauen. Emil bringt die schrecklichen Zustände ans Licht und stellt die Betreiberin vor Gericht. Die Frau hat zu mir gesagt, Irma, verführ den Herrn Kommissär, aber nimm kein Geld. Wer mit der Frau Riel über Geld reden wollte, hat Schläge gekriegt. Lüge! Aus der Gosche habe ich dich gezogen. Ich hab brav alles abgeben und den Mund gehalten die ganzen Jahre. Dich gehalten wie mein eigenes Kind. Lass mich doch jetzt nicht einsperren für Sie. Ruhe! Denken's nach, meine Herren. Das Ganze löst einen riesigen Skandal aus, der die Doppelmoral der bürgerlichen Gesellschaft erschüttert. Auch anderen Frauen geht es wie Marie. Viele junge Europäerinnen arbeiten zu dieser Zeit gegen ihren Willen in Bordellen auf der ganzen Welt. Aufstand im Bordell, Frauenhandel um 1900, findet ihr ab heute in der Arte-Mediathek. In unserem letzten Tipp packt eine Fußballlegende aus. Hope Solo war bis 2016 die unerschütterliche Torhüterin der US-Nationalmannschaft und hat dafür gesorgt, dass nur wenige Bälle ins Netz gegangen sind. Mit den meisten Länderspielen weltweit und über 100 Spielen ohne Gegentor hat sie sich ihren Platz in der Fußballgeschichte gesichert. Aber ihre Karriere ist nicht nur von Erfolgen geprägt, sondern auch von einer einzigartigen Mischung aus Ruhm und Skandalen. Es war eine komische Welt. Viele Frauen auf engem Raum zum Frühstück, Mittag und Abendbrot. Es gibt Neid, Emotionen, es ist einfach anstrengend. Der ständige Wettbewerb selbst abseits vom Spielfeld. In einer Frauennationalmannschaft geht es einfach immer um den Wettbewerb. Alles zählt. Jeder Wettkampf zählt. Jeder Schuss zählt. Du wirst immer geprüft. Immer wieder hat Hope Probleme mit ihren Teamkolleginnen, die teilweise öffentlich ausgetragen werden. Und das betraf nicht immer nur sportliche Fragen. Schnell wurde es in diesem Kontext auch persönlich. Die Doku Untold – Hope Solo vs. US Soccer könnt ihr jetzt bei Netflix angucken. Wenn ihr einen Tipp habt, den wir an dieser Stelle mal vorstellen sollen, oder wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, dann schreibt uns gern, entweder per Mail an kontakt@detektor.fm oder über Social Media. An dieser Folge hat Lia Rogge mitgearbeitet, Audioproduktion Florian Drexler. Ich bin Imke Zimmermann und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss, ciao und wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.